Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft ist jetzt Podcast, dem Podcast für mehr Inspiration, Motivation und Praxistipps für dein Network-Marketing-Geschäft. Mein Name ist Oliver Schirmer. Ich freue mich, ja, dass du auch heute ja wieder dir die Zeit nimmst, hier reinzuhören. Ja, heute geht es mal um das Thema Familie und Beruf. Wie kann man das optimal miteinander vereinbaren? Und meine Meinung ist, Network Marketing ist da prädestiniert dafür. Ja, wir sind ja gerade selbst dabei, werdende Eltern zu werden, beziehungsweise Eltern zu werden. Und wir merken jetzt schon gerade auch während der Schwangerschaft, ja, welche Auswirkungen und Veränderungen so der eigene Nachwuchs mit sich bringt. Und deswegen möchte ich heute ja mal kurz auf ein paar Punkte eingehen, warum ich Network Marketing optimal finde, um Familie und Beruf ja miteinander ja zu vereinbaren. Und ja, ich bin da auch sehr, sehr dankbar, dass ich vor vielen Jahren schon Network Marketing kennenlernen durfte. Und da spüren wir jetzt auch schon, welche Vorteile Network Marketing gerade ja Familien bietet, ne? Das, was man vorher nur so theoretisch oder bei anderen gesehen hat, das merkt man dann jetzt halt eben so hautnah. Und ja, und aus meiner Sicht ist da Network Marketing halt das optimale Geschäftsmodell, ja, wenn es darum geht, halt Beruf und Familie zu vereinbaren. Das Hauptproblem, ja, vieler Familien oder vieler Eltern, werdender Eltern oder Alleinerziehenden ist ja, ich sag mal, der klassische Arbeitsmarkt an sich, das klassische Arbeitszeitmodell. Gott sei Dank verändert sich das ja aktuell zunehmend. Die Digitalisierung, die sorgt in vielen Branchen dafür gewaltig Wirbel. Ja, einige Berufe, die verändern sich. Alteingesessene Branchen, von denen man es nie gedacht hätte, stehen vor gewaltigen Herausforderungen oder fallen komplett weg. Viele Berufe fallen weg, dafür kommen neue hinzu. Und gerade in Zeiten jetzt der Corona-Krise, als ich das Ganze hier aufnehme, da ist auch quasi das Homeoffice, auch wenn zugegeben gezwungenermaßen, erst so richtig salonfähig geworden. Und viele Unternehmen, die stellen dann halt fest, was viele auch schon, gerade so diese Homeoffice-Befürworter, was die schon lange sagen, dass sich ja durch die Arbeit im Homeoffice kaum oder beziehungsweise halt nur minimale Auswirkungen auf die tatsächlich gelieferten Ergebnisse hat. Ja, dass das halt ja kaum Auswirkungen hat. Und die Vereinbarung oder beziehungsweise die ja, Verbindung, so ist eigentlich das richtige Wort, zu anderen Menschen ist ja heute ja nur mit einem Mausklick, ich sag mal über Zoom, Microsoft Teams oder andere Software, ja ohne Probleme möglich, ne? Natürlich, und das ist dann auch wieder die andere Seite, natürlich gibt es halt manche Aufgaben, die können halt nur vor Ort erledigt werden. Nicht jeder Beruf lässt es zu, dass man daheim vom Homeoffice aus arbeitet. Und natürlich macht es auch durchaus Sinn, zu wichtigen Geschäftsterminen auch anzureisen, wenn gewisse Probleme vor Ort bestehen, die halt nur vor Ort gelöst werden können. Dann machen natürlich auch die Geschäftsreisen Sinn. Allerdings habe ich zum Beispiel, oder wenn ich so umschaue, ja, viele Geschäftsreisen, so Flüge um die halbe Welt, die Kosten dazu, der Aufwand, die Zeit, ja, die Nachteile für die Umwelt, ja, nur um sich geschäftlich zu treffen und ein paar Dinge zu klären, die man auch hätte online machen können, das habe ich in meiner Weltsicht so noch nie eigentlich verstanden, ja, also halten wir fest, die Digitalisierung, die gibt uns hier immer mehr Möglichkeiten, um Familie und Beruf besser miteinander zu verbinden. Und es erkennen natürlich auch immer mehr Arbeitgeber und viele Arbeitgeber gehen ja auch schon dazu über, ja, ihre Unternehmen so zu gestalten, dass gerade das Thema Familie und Beruf ja auch in Unternehmen stark gelebt werden kann, zum Beispiel indem sie Kitas für ihre Angestellten aufbauen, wo sich direkt am Arbeitsort befinden, ja, oder ähnliche Dinge entstehen, ne, dass man im Prinzip während der Arbeitszeit auch nochmal schnell das ein oder andere Private erledigen kann und so weiter, ja. Also da sind schon viele Unternehmen auf dem richtigen Weg, aber es gibt natürlich auch noch die Unternehmen, bei denen das Denken überhaupt noch gar nicht angekommen ist, ne? Und man kann halt einfach nur festhalten, dass sich die Zeiten geändert haben. Früher war es halt so eine klassische Rollenverteilung. Die Frau war für die Erziehung nahezu komplett allein zuständig. Heute wollen Frauen, und das finde ich, ist Gott sei Dank auch so richtig, ja, gleichberechtigte Partner in einer Beziehung sein. Das ist nämlich absolut in Ordnung und absolut richtig so. Und dann gehört es natürlich auch dazu, dass die Frau ja das Recht hat, Karriere zu machen, ja, und dass sie dies auch tun sollte, wenn sie das möchte, ne? Und das ist zumindest
zumindest meine Auffassung dieser Sache, ne? Aber in der Praxis sieht es dann halt häufig doch ein Stück weit anders aus. Und gerade für Mütter gestaltet sich das dann schon etwas schwierig, zumal wenn sie dann noch alleinerziehend sind, ja, oder die Kinder noch klein sind, dann fängt es schon mal an, ja, oder dass es schwierig wird, ich sag mal, eine passende Stelle zu finden, ja, und in vielen Bundesländern gibt es dann ja einen Mangel an Teilzeitstellen. Kindergartengebühren sind häufig auch sehr hoch, ja, was einfach ja, eine bezahlbare und gute Kinderbetreuung einfach ein Stück weit halt auch erschwert und schwierig macht, ne? Und da mangelt es einfach auch immer noch so flächendeckend, ja, ein Stück weit an flexiblen Arbeitgebern und bezahlbarer Kinderbetreuung, ne? So, und der Wunsch vieler Menschen ist halt aber nicht, dass man sich immer mehr nach der Arbeit anpassen muss, sondern viele Menschen haben halt das Bedürfnis, dass sie die Arbeit ihrem Leben anpassen können und nicht umgekehrt, ja. Und gerade für Eltern, ja, oder die es gerade halt werden, ne, ist es halt einfach auch mal wichtig, Familie und Beruf gut miteinander zu vereinbaren, ja. Das Kind, gerade als ich spreche jetzt aus der Sicht des Vaters, ist natürlich ja unbezahlbar, wenn du dein Kind auch, ich sag mal, aufwachsen siehst und nicht die ganze Woche irgendwo an anderen Orten bist und deine Familie dann nur am Wochenende sieht. Also, das ist natürlich schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Arbeit wichtig, ja, weil ohne Arbeit dann dementsprechend auch kein Einkommen, ne? Außer man nutzt halt dementsprechend auch Network Marketing, ja. Und in meinen Augen, ja, macht sowieso halt Sinn oder absolut Sinn, dass man ja mehr ergebnisorientiert arbeitet statt zielorientiert, ja. Aber in vielen Unternehmen, im klassischen Unternehmen geht es ja häufig, also so macht es auf mich manchmal den Eindruck, weniger ums Ergebnis, sondern vielmehr darum, wie viel Zeit ein Angestellter oder eine Führungskraft in einem Unternehmen, in der Firma verbringt, ja. Und ja, ich habe da im Internet dann auch vom Bundesfamilienministerium eine Studie gefunden, die die in Auftrag gegeben haben. Und es das zeigt, dass gerade Eltern von minderjährigen Kindern ja das mobile Arbeiten extrem schätzen, ja, weil sich das natürlich hervorragend auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eben halt auswirkt, ne? Und dann gab es dort im Prinzip ja, wichtige Erkenntnisse aus dieser Studie, ja, dass zum einen können Eltern natürlich durch mobiles Arbeiten viel flexibler die Herausforderungen oder die Anforderungen in der Familie meistern, haben mehr Zeit die sie mit ihren Kindern verbringen können. Die Arbeit im Homeoffice spart Eltern natürlich sehr viel Zeit. Wenn du einfach mal die Fahrtwege immer wieder zur Arbeit und zurücknimmst, dann macht es bei vielen Menschen schon 1 bis 2 Stunden täglich aus, ja, was mehr Zeit zur Verfügung steht. Und das ist natürlich Zeit, die man sinnvoll, ja, anderweitig einsetzen kann, ne? Und eine weitere Erkenntnis aus dieser Studie war, dass das Homeoffice halt eben zeitliche Flexibilität ermöglicht. Ja, Eltern können besser auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, können aber auch unvorhergesehene Situationen einfach besser kontrollieren, ne? So, und wenn ich das jetzt mal so festhalte, dann wäre der Idealzustand für viele Menschen folgender, nämlich freie Zeiteinteilung, dann Beruf, Familie oder Privatleben gut miteinander kombinieren können und eine faire, gerechte Entlohnung, ja. Und das alles bietet aus meiner Sicht eben Network Marketing, ne? Und die Digitalisierung, das mobile Arbeiten, ja, das hat natürlich auch Veränderungen im Network Marketing gebracht, ja. Und gerade dieses mobile Arbeiten sorgt natürlich für eine bessere Koordinierung von ja, Privatleben und Berufsleben, ne? Und ja, und da feiere ich die Digitalisierung richtig, weil das natürlich eine tolle Sache ist. Weil gerade Alleinerziehende, sage ich mal, ja, die können hiervon enorm profitieren, ne? Und die Kombination mobiles Arbeiten, Digitalisierung in Kombination mit Network Marketing, dem Aufbau eines wiederkehrenden Einkommens, ja, erlaubt natürlich eine super Balance zwischen Beruf und Privatleben. Ja, wenn ich jetzt mal gerade so von meiner Seite aus berichten kann, ich kann zum Beispiel mein Geschäft komplett, wenn ich wollte, über das Smartphone aus betreiben. Ja, bei mir ist es soweit alles organisiert und vereinfacht, dass ich könnte morgen die Koffer packen, weg. Fahren, ja, und mein Geschäft könnte ich trotzdem weiter betreiben, ja. Ich könnte mein Geschäft betreiben, auch nur ohne einen Fuß vor die Tür setzen zu müssen. Schau, das ist ein Vorteil.
ja, weil mir ist der Kontakt zu anderen Menschen schon sehr wichtig, ja, aber gerade jetzt in Zeiten der Corona-Krise ist es halt häufig kaum oder halt nur eingeschränkt möglich. Und auch da, das war so eine Erkenntnis für mich, war ich super froh, dass dieser Umstand ja für mich jetzt keine nennenswerten Auswirkungen auf mein Geschäft hatte, ne? Und das ist natürlich dank Network Marketing in Kombination mit dem richtigen Unternehmen natürlich und der Tatsache, dass ich halt schon sehr lange darauf Wert lege, möglichst ortsunabhängig arbeiten zu können, natürlich eine tolle Sache, ja. Und deshalb sehe ich auch immer mehr junge Eltern, die auf Network Marketing setzen, gerade weil sie eben diese Sonderstellung, Freiheit zu haben, arbeiten können, wann, wo, mit wem man will, aber auf der einen Seite auch der Möglichkeit, Karriere zu machen, für jede Arbeit, die einmal verrichtet wurde, dauerhaft bezahlt zu werden, natürlich sehr, sehr attraktiv das Ganze macht, ja. Und gerade wenn man sich mal so die starren und unflexiblen Arbeitszeiten von Eltern und oder Alleinerziehenden anschaut, dann kommen da manche schon an ihre Grenzen und die suchen dann natürlich schon nach Möglichkeiten, ja, und werden unter Umständen dann eben und hoffentlich auch auf Network Marketing aufmerksam, ja. Gerade die Flexibilität im Network Marketing, die führt ja auch zu einer gewissen Entschleunigung, ja, wenn man es mal genauer betrachtet, weil du kannst deinen Tag frei planen, ja. Du kannst natürlich alle privaten Dinge planen und deine Arbeitszeiten planen, ja. Und da entfällt halt der ständige Blick auf der Uhr, weil du zum Beispiel weißt, okay, ich muss hier pünktlich aus dem Job rauskommen, weil um 16 Uhr muss ich auf der Matte stehen, das Kind vom Kindergarten abholen, ja. Dann kommt vielleicht, kannst du jetzt im Geschäft vielleicht deine Arbeitszeiten nicht so legen, wie die Abholzeiten sind. Dann musst du vielleicht jemanden organisieren, der das macht. Also das ist ja alles auch mit Stress verbunden. Wenn man es dann vergleicht, du kannst es dir einfach einplanen, arbeitest halt davor, danach kannst abends arbeiten, morgens arbeiten, wenn die Kinder im Kindergarten sind. Das ist natürlich alles eine tolle Sache, ja. Und dann ist es natürlich auch eine Illusion, zu glauben, dass im klassischen Berufsleben auch immer alles fair zugeht, ja. Auch das Leben ist nicht immer fair, das betrifft natürlich Network Marketing auch, aber gerade neulich habe ich ein Gespräch mit jemandem gehabt, der halt einfach auch gesagt hat, dass er im Job halt ja 100% gibt, ja, oder manchmal sogar mehr wie die 100% und dann aber trotzdem merkt, dass er das gleiche Geld verdient wie die Kollegen, die halt, ich sag mal, eine ruhige Kugel schieben oder halt nur Dienst nach Vorschrift machen. Und das ist natürlich für viele Menschen auch eine demotivierende Situation, ja. Und das ist ein Vorteil im Network Marketing, da hat jeder einfach die gleichen Chancen, ja. Eine Frau hat die gleichen Regeln wie der Mann. Ja, die Beförderungskriterien in Unternehmen sind für alle Partner gleich, egal ob Mann oder Frau. Und das ist in vielen Branchen eben halt einfach noch nicht. Da verdienen halt Frauen eben halt nicht so viel für den im gleichen Job wie der Mann. Ja, und das ist eben halt, und das ist das Schöne am Network Marketing, wie ich finde, dass jeder die gleichen Chancen hat. Ja, ob natürlich, jeder hat auch unterschiedliche Voraussetzungen, ob sich das dann natürlich bei jedem immer so in barer Münze dann auch auszahlt, das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber grundsätzlich gibt es natürlich im Network Marketing erstmal keine Unterschiede. Wer Leistung und Ergebnis bringt, ja, und gemäß den Beförderungskriterien seines Partnerunternehmens, die Leistung erbracht hat, der bekommt die Beförderung. Der ist nicht abhängig von dem guten Willen eines Vorgesetzten, ja. Und egal, welche Religion man angehört, ob man Mann ist, ob man Frau ist, ob man alt, ob man jung ist, egal welche Hautfarbe man hat, egal welche Nationalität man angehört, jeder hat die gleichen Chancen, ja. Und es geht sogar noch weiter, dass du im Network Marketing teilweise ohne Vorwissen, ohne spezielle Schulausbildung oder Ausbildung im Network Marketing Karriere machen kannst. Und das, finde ich, macht Network Marketing für mich zu einem der fairsten Geschäftsmodelle. Ja, darüber hinaus geht es auch um die Tatsache, ja, dass im Network Marketing du zwar als Einzelgänger auch erfolgreich sein kannst, aber wenn du den großen Erfolg willst, dann musst du oder bist du gezwungen, anderen Menschen per se auszuhelfen, dass sie ihre Ziele erreichen. Und nur dann wirst du auch deine Ziele erreichen. Und das macht sowohl für Neuanfänger als auch für alteingesessenen Hasen so interessant, ja, weil es halt einfach ein faires Geschäftsmodell ist. Ja, jeder profitiert davon, wenn er anderem etwas Gutes tut. Ja, und das ist natürlich ja, eine tolle Sache, ne? Und dann kommt auch noch die soziale Komponente hinzu. Ja, wenn ich jetzt gerade mal so einen alleinerziehenden Elternteil nehme, ja, egal ob jetzt alleinerziehende Mutter, alleinerziehende Vater,
Du kommst natürlich durch Network Marketing auch mit anderen Menschen in Kontakt und ja, aus geschäftlichen Kontakten entsteht ja nicht selten Freundschaften, ja. Und außerdem tut es ja auch manchmal extrem gut, ja, wenn man sich mit Menschen über andere Themen unterhalten kann, ja, wie jetzt Themen, die die Kindererziehung betreffen, ne? Aber man muss natürlich auch Fairness halber dazu sagen, wie jede Seite hat, oder wie jede Medaille zwei Seiten hat, so hat natürlich auch Network Marketing zwei Seiten. Network Marketing ist eine selbstständige Tätigkeit. Ja, und da haben ja viele so ein bisschen Respekt auch davor, weil ja häufig ja damit auch hohe Startkosten oder Investitionskosten einhergehen. Und dann hat man natürlich das Risiko, wenn das Ganze nicht läuft oder wenn man scheitert, ja, dann bleibt man unter Umständen vielleicht auf einem Berg voll Schulden sitzen, ne? Und das ist im Network Marketing ebenfalls nicht gegeben. Wenn ich jetzt mal bei uns ins Partnerunternehmen reinschaue, kannst du ohne ja, ohne irgendeinen Geldeinsatz völlig kostenlos sofort starten, kannst sofort beginnen, deine eigenen Verträge für dich umzustellen, bekommst, hast zum einen gegebenenfalls die Ersparnis, bekommst dann noch deine Provision, hast die erste Provision verdient und dann kannst du anderen Menschen zeigen, wie sie das ebenfalls tun. Ja, es sind einfach nur diese drei Schritte und das macht es natürlich ja, interessant und lukrativ für jedermann, der das dann tatsächlich machen will. Aber selbst wenn du zum Start eine kleine Startgebühr zahlen musst, um loszulegen, oder wenn du ein paar Produkte, so ein Starter-Kit kaufen musst, damit du Vorführprodukte hast, ja, dann bleiben die Investitionen doch ziemlich klein, ja, und meistens sind die bei einem niedrigen dreistelligen Betrag, ja, wenn überhaupt. Und ja, und das ist natürlich die positive Seite. Und dann gibt es aber auch natürlich, ich sag mal, eine etwas schlechtere Seite. Ja, wie alles im Leben hat auch Network Marketing zwei Seiten. Nicht jeder hat dann das Glück, dann zu den erfolgreichsten Partnern zu gehören, ne? Und bei aller Flexibilität, ja, braucht man aber natürlich auch, um Erfolg zu haben, eine gehörige Portion Fleiß, kontinuierliche Arbeit, ja, um Erfolge erzielen zu können. Und das ist halt eben auch die Wahrheit. Die Nachteile liegen paradoxerweise in den Vorteilen von Network Marketing. Ja, die große Flexibilität, die Network Marketing bietet, die führt halt auch manchmal dazu, dass viele Menschen es einfach nicht schaffen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Ja, weil klar ist ja auch eins, ja, tagtäglich prasseln ja viele Dinge auf uns ein. Und da kann es halt schnell passieren, dass man, also was jetzt das Geschäftliche betrifft, so ich sage es immer, in den Mach-ich-später-Modus verfällt. Ja, und das ist dann häufig so, dass man sagt, okay, heute habe ich mir das und das vorgenommen, dann kommt was dazwischen, sagt man macht es später. Was später wird, dann niemals, ja, und dann wird es immer weiter verschoben, immer weiter verschoben. Und Fakt ist aber auch Folgendes, ja, nur wer viele und regelmäßig Verkaufsgespräche, Verkaufspräsentationen oder Anwerbungsgespräche, Rekrutierungsveranstaltungen durchführt, ja, und nicht nur innerhalb seines Bekannten- und Freundeskreises bleibt und dort seine Produkte verkauft, ja, wer nicht nur gelegentlich, ja, ins Teammeeting kommt oder nur dann die wöchentliche Schulung besucht, wenn es gerade passt, ja, nur dann wird Erfolg auf Dauer auch möglich sein, ja, wer halt mal hier zum Teammeeting kommt, wann es ihm passt, oder da zur wöchentlichen Schulung kommt, wann es ihm passt, wer mal hier und da nur eine Verkaufspräsentation macht, wenn es gerade Zeit dazu ist, für den wird es halt mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit bei einem Hobby bleiben und es wird kein nennenswertes Einkommen erzielt werden können. Ja, aber das ist normal. Wer Karriere machen will oder Karriere machen, bedeutet halt auch immer Einsatz bringen, ne? Und klar, natürlich kann man auch mit wenig Aufwand sich sukzessive ja, den ein oder anderen kleinen Erfolg aufbauen, ja, auch mal ja, vielleicht irgendwelche Preise gewinnen, Anerkennung bekommen für einen tollen Monat. Aber wenn man dann doch das Geschäft dauerhaft betreiben möchte und ein Einkommen haben will, wovon man dann auch leben kann, über einen gewissen Zeitraum oder nach einem gewissen Zeitraum dann, dann ist natürlich sind gewisse Grundvoraussetzungen dann halt schon zu erbringen, ja, und das Ganze kontinuierlich vor allen Dingen, ne? Also es bedarf da schon mehr. Du brauchst Fleiß, du brauchst Mut, die eigenen Grenzen einzureißen, auch mal Dinge zu tun und wo du vielleicht Angst davor hast, weil du sie noch nie gemacht hast. Du brauchst eine gute Selbstorganisation, dass du bei aller Flexibilität und freier Zeiteinteilung
nicht vergisst, was die Prioritäten sind und welche Dinge heute tagtäglich gemacht werden müssen. Das heißt, du musst die richtigen Prioritäten setzen und dann möglichst viele Verkaufsgespräche und Anwerbungsgespräche führen, täglich neue Kontakte machen, täglich Interessenten gewinnen, lernen, wie Marketing funktioniert, Ausdauer, Durchhaltevermögen mitbringen, auch wenn es mal nicht nach Plan läuft, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern dranbleiben. Das sind schon Eigenschaften, die eine Person mitbringen sollte, beziehungsweise die sie erlernen sollte, um im Network Marketing dauerhaft dabei zu bleiben, Spaß und Freude zu haben. Ja? Also, damit wir die Aufnahme jetzt hier auch nicht so lang machen, ja, bei allen Vorteilen, was Network Marketing hat, du solltest aber auch komplett ehrlich zu dir sein. Du solltest dir einfach mal anschauen, was die Top-Leute in der Branche wirklich machen. Du solltest erkennen, dass sie wirklich akribisch regelmäßig Veranstaltungen durchführen, neue Teampartner gewinnen. Und das ist alles kein Zufall, sondern es ist kontinuierliche Arbeit, ja, an den richtigen Dingen. Schau dir auch dein Partnerunternehmen an, welches du dir so ausgesucht hast. Ist das Partnerunternehmen erfolgreich? Stimmen die Zahlen? Da gibt es zum Beispiel eine gute Quelle hier in Deutschland, bundesanzeiger.de. Da kannst du zum Beispiel die Zahlen in Erfahrung bringen, ja, vom Partnerunternehmen. Schau dir auch ganz ehrlich an, ob du wirklich selbst für Network Marketing, Direktvertrieb, Multilevel Marketing geeignet bist, ja. Hast du Spaß am Verkaufen? Bist du gerne auf der Suche nach talentierten neuen Geschäftspartnern? Bist du auch bereit, die notwendige Arbeit zu investieren, die die Akquise neuer Mitglieder halt mit sich bringt? Ne? Und wenn du dann auf diese Antworten ja laut Ja sagen kannst, dann solltest du dir einfach das Geschäftsmodell Network Marketing einfach mal so ein bisschen genauer anschauen. Ja, also was brauchst du, um erfolgreich zu sein? Du brauchst die richtige Firma im Rücken. Du brauchst eine konkrete Anleitung, die dir zeigt, was und wie es zu tun ist. Am besten noch ein Mentor, ja, der dir bei Problemen oder wenn etwas nicht nach Plan läuft, die richtigen Tipps geben kann. Dann natürlich eben halt die genannten Eigenschaften von eben, unter anderem Mut und Ausdauer, das Gelernte umzusetzen und dann absoluten Fokus. Ja, du musst die Bereitschaft mitbringen, dich von nichts und niemandem ablenken zu lassen und zwar so lange, bis dein Ziel erreicht ist und gerade aus deinem Weg gehen. Ja, und bei uns zum Beispiel ist für unser Team, für unsere Teampartner alles vorbereitet: Sales Funnels, E-Mail-Follow-up, also fertige E-Mails, Webinare, regelmäßige Meetings, bei denen du deine Fragen stellen kannst, ja. Und ja, falls, wie gesagt, du auf diese Dinge oder auf die angesprochenen Eigenschaften mit Ja antworten kannst, ja, dann solltest du dir auf jeden Fall Network Marketing näher anschauen. So, und jetzt bin ich gespannt, ja, welche Erfahrungen du gemacht hast, ja. Mich würde natürlich auch interessieren, ob Network Marketing für dich interessant ist oder ob es nicht interessant ist und vor allen Dingen, warum es für dich interessant ist oder nicht interessant ist. Und da freue ich mich über deine Nachrichten in den Kommentaren. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg und freue mich, wenn wir uns in einer neuen Folge wiedersehen vom Zukunft ist jetzt Podcast, dem Podcast für mehr Inspiration, Motivation und Praxistipps für dein Network Marketing Geschäft. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.